So, auf geht's. Jetzt werden wir noch schnell ein paar grundlegende Dingsbums-Dinger hier machen. Wo ist denn die Ausbauen? Grundlegende Steuerung, Nahkampfverbesserung. Neue Kampfpanzeranzug, 25 Widerstand gegen direkte Nahkampfangriffe. Achso, habe ich schon. Wir sollen. Was muss an mir überhaupt hin? Achso, zum Batwing. Sir, um Ihnen das Vorankommen zu erleichtern, habe ich für verschiedene Teile der Stadt Autonav-Punkte eingerichtet. Einer von Ihnen sollte Sie direkt zum Jezebel Plaza bringen. Na, dann mal hin. So, das sind wir drin, deaktiviere das Störsignal. Oh, ist klar. Wir machen nur unseren Job. Was zum? Und die Geiseln! Siehst du das auch? Was zum Teufel ist das? Das ist kein Spaß! Bewegung! Ein paar Rauchbomben könnten meine Bewegungen verbergen. Ich muss nach oben aus der Gefahrenzone. Wen er nicht sieht, kann er nicht erschießen. Wenn ich frontal angreife, werde ich ganz sicher abgeknallt. Und die Geisel wahrscheinlich auch. Aber einen Angriff von oben erwarten sie nicht. Das tut nie irgendjemand. Hey. Gehört das Ding da draußen zu dir? Sind Sie? Das ist nur ein Wartungsauftrag. Das ist alles. Lüg mich ja nicht an. Moin. Doch, der Scheiße! Drüben ist einer. Da ist einer. Ich kann mich durch den Lüftungsschacht an den Geiselnehmer heranschleichen. Mach mal. Zum Teufel war das? War das der, der uns angeheuert hat? Ist der vielleicht sauer auf die? Begeben Sie sich in Sicherheit und rufen Sie die Polizei. Die müssen wissen, was hier los ist. Okay, mach ich. War doch nur ein einfacher Wartungsauftrag. Ich werde nicht mein erster Mord. Leg dich drauf und werde auch wissen. Kommst du mir zu nahe, kriege ich den Typ hier um. Das ist mein Herr. Moin. Bäm, mitten ins Fresse, nein. Ich kann den Turm reparieren. Was immer Sie wollen, tun Sie mir einfach nicht weh. Ich will nur, dass Sie sich in Sicherheit begeben. Und tschüss. Ist hier noch irgendwo einer? Nee. Ich glaube nicht, dass die Störung durch das Unwetter verursacht wurde. Ich sollte das hier als Tatort betrachten. Ich sollte zunächst das Opfer identifizieren. Mach mal. Das Opfer heißt David Shannon, Angestellter von Gotham Optics, hergeschickt, um einen Funkturm zu reparieren. Aber was hat ihn umgebracht? Ich sollte die DNA-Reste an der Wand scannen. Boah. Die Analyse des Einschlags zeigt, dass das Opfer durch eine Explosion getötet wurde, deren Ursprung bei dieser Zugangsklappe liegt. Ich sollte sie scannen.
Polizei, Freund und Helfer. Die Explosion wurde wohl durch die Verwendung einer Schlüsselkarte ausgelöst. Irgendjemand wollte scheinbar nicht, dass der Turm repariert wird. Und dieser jemand scheint Fingerabdrücke hinterlassen zu haben. Alfred, ich lade einige Fingerabdrücke zur Analyse hoch. Sag mir, zu wem sie gehören. Gewiss, Sir. Die Datenbank wird durchsucht. Und da wären wir. Sie gehören zu einem gewissen John F. Baker. Ein eher unauffälliger Kleinkrimineller. Nur, das ist seltsam. Was ist seltsam? Mr. Baker ist tot, Sir. Sein Leichnam wurde vor nicht einmal einer Stunde im Diamond District gefunden. Sieht aus, als würde jemand Spuren verwischen. Ich kann die Fallen mit meinem kryptografischen Sequenzer umgehen. Aber dazu brauche ich den Verschlüsselungscode von der Schlüsselkarte des Opfers. Ich sollte den Tatort untersuchen. Okay, da muss er irgendwo die scheiß Schlüsselkarte liegen. Da liegt sie drinne. Okay. So, dann gib mal. Auf dieser Karte sind die Codes, die ich brauche, um die Zugangsklappen zum Funkturm zu hacken. Gerät hacken. Wie geht denn das jetzt wieder? Ach, das war das. Unglücklich. Passwort akzeptiert. Alfred, nimm Kontakt mit der Polizei auf. Informiere sie über den Toten und schick die Daten meiner Analyse. Natürlich, Sir. Bedeutet das, Sie haben den Ursprung der Störung entdeckt? Ich denke schon. Zieh! Sau! Bulle wie Sau, ja? Sieh an! Der König der Raufbolde persönlich! Wie viele Wände hast du auf dem Weg hierher zertrümmert? Wie viele Köpfe eingeschlagen? Immer das Gleiche mit euch Typen! Ich hoffe, du hast nicht vor, meinen Turm anzufassen. Ha, das ist dem letzten Typen auch nicht so gut bekommen. Wer spricht da? Aber das würde doch alles verraten. Meine Informationen sind nie kostenlos. Ich bin wie ein Mysterium. Eins, das du nie lösen wirst. Enigma also. Du bist klar. Ich wohl für sehr clever. Aber wer ist jetzt clever? Ich habe in der ganzen Stadt solche Türme übernommen. Solange sie aktiv sind, ist dein Batwing nutzlos. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich meine, dieser hier fleht dich geradezu an, abgeschaltet zu werden. Und du schaffst es einfach nicht. Wie überaus witzlos. Du Lotscher. Black Mask wird das nicht gefallen. Wovon redest du da? Das wüsstest du wohl gerne. Der Störsender ist offline. Jetzt kann ich mit dem Batwing herfliegen. Diese Relais sind Teil eines dezentralen Sicherheitssystems, was sie wohl beschützen. Da muss Enigma sein Lager aufgeschlagen haben. Ich sollte mal vorbeischauen. Okay. Wie ich sehe, haben Sie die Kontrolle über den Batwing wiederhergestellt. Geht's dann als nächstes zum Jezebel Plaza? Das ist der Plan. Andererseits habe ich auch eine Spur zu Enigma. Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Am Ende werden Sie ja sowieso wieder beides erledigen. Standort. Gotham.
Mir läuft die Zeit davon. Ich sollte zum Jezebel Plaza. Oben sind ein paar Boys. Kann der das schon? Das gefällt mir schon mal sehr. Wie die Straftat, die laut Polizeifunk gerade stattfindet. Ich könnte versuchen, sie zu vereiteln, aber ich muss auch zu diesem Waffendeal beim Jezebel Plaza. Ja, komm, greif mal so an. Boah, du dreckiger. Bam! Bam! Ist eine lange Brücke. Ich sollte die Greifhakenbeschleunigung einsetzen. Aber das nächste, was ich die ganze Zeit mache? Ausschalten, bevor sie überhaupt wissen, dass ich da bin. Es geht nicht nur darum. Wenn irgendein Kind nachschaut, was da auf dem Dach herumtrippelt, wird es den Weihnachtsmann erwarten. Keine schwarze Fledermauskreatur. Ich trippel nicht. Ich trippel nicht. Jezebel Plaza. Was macht der jetzt? Ach, na klar. Komme ich wieder nicht hoch. Obwohl, warte mal. Da ist der Jezebel Plaza. Komm, da hauen wir uns ein bisschen hier auf die Fresse. Haben wir eh nichts zu tun. Bam, bam. Oh, du. Wonder Tower Lobby. Da muss ich da überhaupt rein? Eigentlich nicht, oder? Prima.
Also kann ich auch wieder raus. Ich muss ja ins Jezebel Plaza. Wie komme ich hier? Mir läuft die Zeit davon. Ich sollte zum Jezebel Plaza. Ja, ach nee, sag bloß. Ah, da unten. Sind wir doch schon mal da. Geht's da oben? Nee. Hier runter. Ich bin wohl als Erster hier. Ich muss eine Stelle finden, von der aus ich unbemerkt alles beobachten kann. Der Pinguin. Er weiß über jeden einzelnen Deal in dieser Stadt Bescheid. Wenn jemand weiß, wo Black Mask und seine Killer sind, dann er. Aber er ist schwer aufzuspüren. Seine Leute ziehen hier einen Deal durch. Ich bringe sie zum Reden. Jungs! Also, ihr Kleinen, was wollt ihr denn zu Weihnachten? Ach halt, das weiß ich ja schon. Schauen wir mal, ob ihr auch fies wart, oder? Artig. Jetzt wird's lustig. Der Typ mit der Weihnachtsmütze hat wohl das Kommando. Nicht mehr lange. Wo ist der ganze Rest? Oh, oh, ganz ruhig, Frau. Wer mit uns arbeitet, arbeitet mit dem Pinguin nicht mit am Rechen. Ich komme. Dann sag mal her. Ich bin nicht für eine einzelne Knarre hier. Oh, Scheiße, die haben ja schon die Knarren. Der andere mit der Knarre. Der kriegt da eins auf die Fresse. Schnauze! Wenn sich der hier einer auf die Schnauze kriegt, bist du, mein Freund. Bam! 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 So, noch jemand? Was ist denn der jetzt hier? Mensch. Mach auf. Was ist los? Zeit zu reden. Wo ist Cobblepot? Lass mich los! Wenn du willst. Den Pinguin lokalisieren. Alfred, mein Funk ist irgendwie gestört.
Kommt das von deiner Seite? Nein, Sir, nicht sie, es auch. Es kommt vom nächsten GCR-Turm. Dasselbe Signal, das auch die Autonavigation des Bedrings stört. Ich habe den Turm auf ihrer Karte markiert. Um den Pinguin aufzuspüren, muss ich dieses Signal abschalten. Sehr schön. Also. Verfügbare Einheiten, Statusmeldungen bitte. Ich habe hier einen möglichen Einsatz. Boah, ich habe hier nur zu tun. Krass. Gut, dann werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge dann den Pinguin holen.